Nächste Wasserleiche, Großeinsatz an Neuer Donau. Mann vor Augen der Tochter niedergestochen. Antisemitische Vorfälle nehmen zu. Flugzeugabsturz mit Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt. Außerdem die Lage im Benko-Reich, schlimmer als befürchtet. Schönen guten Abend, das und mehr sehen Sie bei den heutigen Krone-News am Mittwoch, den 24. Januar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nach dem weiteren Fund einer Wasserleiche, diesmal in der Neuen Donau, sitzt der Schock bei einigen Wienern tief. Eigentlich wollten Fußgänger den sonnigen Tag nutzen, um entlang des Gewässers spazieren zu gehen. Ja, dass einer der Passanten allerdings einen toten Mann entdecken wird, konnte keiner erahnen. Zu einem Großeinsatz ist es heute bei der Donaustadtbrücke gekommen. Laut ersten Informationen haben Passanten einen leblosen Körper im Wassertreiben gefunden. Der Vorfall wurde von der Polizei Wien bestätigt. Der Einsatz ist seit 11.30 Uhr im Gange gewesen. Genauere Informationen gäbe es laut den Einsatzkräften noch nicht. Ob es sich bei dem Fund um einen Unfall oder Ähnliches handelt, ist bislang noch nicht geklärt. Ja, die Angst, die sitzt bei einigen Passanten tief. Es ist ja bereits die zweite Wasserleiche, die im Jänner in Wien und Umgebung entdeckt wurde. Wir haben mit einem Passanten live vor Ort gesprochen. Sie haben den Großeinsatz heute live miterlebt. Was genau haben Sie gesehen? Ich fahre mit meinem Hund die andere Seite spazieren und von da, ich habe gesehen, ein toter Körper liegt auf dem Boden. Die Polizei sucht etwas im Wasser. Konnten Sie erkennen, ob es sich um eine männliche oder weibliche Leiche handelt? Vielleicht er war ein Mann, weil er einen großen Körper hat und ja. Es handelt sich bereits um die zweite Wasserleiche, die im Januar gefunden werde. Macht das einem Angst? Nein, gar nichts. Ich glaube, diese vierte ist sehr, sehr sicher. Und ja, Unfall können passieren. So, ja, ich fühle mich sicher hier, weil wir spazieren hier jeden Tag. Das ist unser regelmäßiger Weg. Ja, vor den Augen seiner 10-jährigen Tochter ist am Dienstagabend ein Mann in Wien-Brigittenau von einem Taxifahrer mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen worden. Das Opfer wurde ins Spital gebracht, der Verdächtige befindet sich auf der Flucht. Vor den Augen seiner 10-jährigen Tochter ist am Dienstagabend ein Mann in Wien-Brigittenau von einem Taxifahrer mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen worden. Der Vater war mit seiner Tochter und deren Hund spazieren, als es plötzlich zwischen dem 37-Jährigen und dem Taxilenker auf offener Straße zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein soll. Wieso? Das ist den Ermittlern bislang noch nicht bekannt. Zwischen den Männern soll es anschließend zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der Vater plötzlich einen stechenden Schmerz im Rücken verspürte. Der Unbekannte soll laut Angaben der Wiener Polizei dem Opfer mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken gestochen haben. Dann ergriff der Taxler mit seinem Fahrzeug die Flucht. Der Verletzte musste von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien erst versorgt und in ein Spital gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Tatverdächtigen wird nun gefahndet. Die Regierung reagiert auf die Entspannung auf dem Strommarkt und senkt den Zuschuss für die Strompreise. Die Förderung werde halbiert, gaben Finanzminister Magnus Brunner und Energieministerin Leonore Gewessler am Mittwoch bekannt. Erst vor rund einem Monat wurde die Strompreisbremse bis Ende 2024 verlängert. Doch nun folgt die Bundesregierung der Forderung von Wirtschaftsexperten und hat am Mittwoch im Ministerrat die Halbierung des Zuschusses beschlossen. Grundsätzlich werden bis Ende des Jahres die ersten 2.900 Kilowatt pro Stunde Strom pro Jahr für jeden Haushalt noch subventioniert. Allerdings sinkt ab 1. Juli die Förderung von bis zu 30 auf maximal 15 Cent pro Kilowattstunde. Die Obergrenze des Energiepreises, bis zu dem die Bremse wirkt, geht von 40 auf 25 Cent zurück. Haushalte sollen für die ersten 2.900 Kilowatt Strom pro Jahr im Endeffekt nur 10 Cent pro Kilowatt zahlen.
Mit der neuen Regelung bedeutet das, wer 25 Cent pro Kilowatt zahlen muss, erhält 15 Cent. Bei 30 Cent sind es allerdings ebenfalls 15 Cent. Haushalte mit mehr als 3 Personen erhalten außerdem einen Zuschuss von 52,50 Euro pro Person und Jahr. Für einkommensschwache Haushalte entfallen 75% der Netzkosten. Der Strompreis ist seit der Einführung der Bremse im Herbst 2022 stark gefallen, wenn auch noch nicht auf das Vorkrisenniveau. Mit dieser Änderung will die Regierung den Wettbewerb am Strommarkt beleben, vor allem mit Blick auf die Endkundentarife. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fordert bereits seit längerem eine Halbierung der Subvention. Ebenfalls angepasst und bis Ende 2024 verlängert wird die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei Energiekonzernen. Zur Förderung des Ausbaus grüner Stromproduktion können dabei statt wie bisher 50% künftig 75% der Investitionskosten abgesetzt werden. Der Antisemitismus in Österreich hat eine neue Form erreicht. Die gravierenden Auswirkungen spürt man deutlich, vor allem bei anti-israelischen Demonstrationen, antisemitischen Schmierereien sowie Hassbotschaften in sozialen Medien. Was der neue Antisemitismus bedeutet, ist eine der zentralen Fragestellungen des Historikers Gerald Lamprecht von der Universität Graz. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle hat nach dem Überfall der Hamas auf Israel in Österreich zugenommen. Die gravierenden Auswirkungen spürt man deutlich, vor allem bei anti-israelischen Demonstrationen, antisemitischen Schmierereien sowie Hassbotschaften in sozialen Medien. Was der neue Antisemitismus bedeutet, ist eine der zentralen Fragestellungen des Historikers Gerald Lamprecht von der Universität Graz. Hat sich der Antisemitismus verändert? Ich würde nicht sagen, dass es verändert hat, sondern es ist vielgestaltiger geworden. Es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen über den Lauf der Zweiten Republik. Es sind einfach unterschiedliche antisemitische Erscheinungsformen aufgetreten in der Form. Es gibt, und das ist aber keine Ablöse, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also das eine wird nicht vom anderen abgelöst, sondern man kann einfach feststellen, sozusagen sind diese unterschiedlichen Formen stehen nebeneinander, sie interagieren auch zum Teil. Es betrifft sowohl die Ausdrucksformen des Antisemitismus als auch die Trägergruppen, sozusagen die Akteure des Antisemitismus. Und das reicht von ganz ein breites Spektrum von politisch rechts stehenden Gruppen bis hin sozusagen sehr weit links stehenden Gruppen, aber auch sozusagen muslimisch-arabische Gruppierungen. Sozusagen. Es gibt ein ganz breites Feld des Antisemitismus und der Antisemiten und Antisemitinnen, die man momentan beobachten kann. Und das heißt, es hat sich einfach ausdifferenziert im Laufe der Jahre. Aber es ist nicht so, dass eine Ablöse stattgefunden hätte und das eine verschwunden wäre und das andere aufgetaucht wäre. Aber ein Punkt muss man hier ganz klar benennen, dass der Antisemitismus in der Regel immer in den Köpfen der Antisemiten entsteht und sozusagen, dass dieser Konnex zwischen einem wie auch immer gearteten Verhalten der jüdischen Bevölkerung mit dem Antisemitismus einfach nicht stimmt, sondern der Antisemitismus entspringt den Köpfen der Antisemiten, der übernimmt für Antisemiten Funktionen unterschiedlichster Art und Weise und betrifft die Jüdinnen und Juden natürlich immer als Adressierte, als Opfer des Antisemitismus. Deswegen ist sozusagen diese Korrelation ganz eine schwierige. Online-Plattformen werden zu einem idealen Nährboden für Radikalisierung. Und wir sehen insgesamt eine Verfestigung, vielleicht sogar einen Anstieg des Antisemitismus, insbesondere aber auch bei jenen, die zugewandert sind aus dem arabischen Raum. Die Frage, ob hier sozial erwünschte Antworten bei den Österreichern gegeben wird und bei jenen, die das noch nicht kennen, vielleicht nicht, oder ob es tatsächlich ein Unterschied hinsichtlich des Antisemitismus ist, ist nicht ganz klar zu klären. Aber wie auch immer, wir müssen darauf Rücksicht nehmen und dies zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch mehr in Aufklärung und Bildung investieren in dem Bereich. Man merkt auch gerade über Social Media, über TikTok, dass sich viele Junge auch radikalisieren. Glauben Sie, dass es auch irgendwie ein Trend geworden ist bei Jungen, dass die oft gar nicht wissen, was sie posten, weil sie sich jetzt politisch nicht damit auch auseinandersetzen? Das kann durchaus sein. Also ein geringeres Verständnis für das, was Antisemitismus im Laufe der Geschichte auch angerichtet hat. Dieses Wissen ist vielleicht verloren gegangen oder nicht mehr so aktuell. Aber auch die Form der Kommunikation in sozialen Medien, die ja eine sehr akzentuierte Kommunikation ist,
du bist dafür, dagegen, man spricht in relativ kurzen Sätzen. Auch dies fördert nicht einen, wenn man so will, einen umfassenden, aufklärenden Dialog. Und das ist ein Problem, wahrscheinlich nicht nur in dem Bereich. Die gestiegene Gewaltbereitschaft sowie gewaltverherrlichende Ideologien haben das Klassenzimmer längst eingenommen. Also die Situation hat sich seit dem 7. Oktober akzentuiert. Und Kinder und Jugendliche bringen die Feindbilder mit, die auch im Elternhaus transportiert werden. Was man machen kann, ist das Einzige, was uns die Aufklärung mitgegeben hat. Darüber sprechen, Wissen vermitteln, Sensibilitäten erzeugen und immer wieder aufklären, was hinter diesen Konflikten steht. Ich glaube, was anderes ist nicht möglich. Das ist eine unglaublich schwierige, langwierige Aufgabe, aber wir müssen sie wahrnehmen. Harte Kritik gibt es an Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner und Signa-Vorstand Erhard Grosnick. Ja, laut einem Medienbericht wächst im Reich des René Benkos nun die Gefahr der Selbstbedienung. Das deutsche Manager-Magazin hat in seiner jüngsten Ausgabe viel Platz für eine Abrechnung mit René Benko und seinen wichtigsten Verbündeten bei der finanzmaroden Signa-Gruppe gefunden. Die Sanierung des Benko-Reichs in Eigenverwaltung kann als gescheitert gelten, denn die Lage ist noch schlimmer als befürchtet, schreibt das Wirtschaftsmedium. Und das Misstrauen unter den Geldgebern gegen eine Austro-Connection älterer Herren wächst. Konkret stößt sich das Magazin an den Aktivitäten von Hans-Peter Haselsteiner und dem neuen Signa Prime-Vorstand Erhard Grosnick, die in der Wiener Innenstadt einen gemeinsamen Sitz haben. Die Bürogemeinschaft nennt sich selbst den Geriatrie-Club und logiert, man glaubt's kaum, in der Walfischgasse 5, heißt es in dem Artikel. Hans-Peter Haselsteiner, der über eine Privatstiftung 14% an der Pleite-Holding hält, werbe sogar öffentlich in einem geradezu skurrilen Gespräch mit dem Handelsblatt um Geld für einen Massekredit. Sagt, er könne sich vorstellen, Geld zu geben, bleibt aber selbst eine Einlage von rund 50 Millionen Euro schuldig, die er im Sommer im Rahmen einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Signa Holding fest zugesagt hatte. Grosnick wiederum gelte anderen Signa-Gesellschaftern als Superspusi von Haselsteiner, notiert das Manager-Magazin. Er habe den langjährigen Signa-Immobilienchef vor die Tür gesetzt, um offensichtlich freie Bahn zu haben, heißt es mit Verweis auf Insider. Der Rausschmiss des Spitzenmanagers nähere jedenfalls Befürchtungen. Die Österreicher um Haselsteiner und Grosnick wollten vor allem für sich das Beste aus der Pleite rausholen. Darüber hinaus wird berichtet, nichts geht voran nach den drei Pleiten in Eigenverwaltung, weder finanziell noch auf den zahlreich ruhenden Baustellen. Es wächst nur die Gefahr der Selbstbedienung, dass Signa in Eigenverwaltung saniert werden soll, halten Gesellschafter daher für einen schlechten Witz. Grosnick ist zuletzt durch eigenwillige Bettelbriefe an Investoren aufgefallen. Die mit rund 5 Milliarden Euro überschuldete Signa Holding wiederum sorgt mit fast schon skurril anmutenden Auktionen des Büroinventars für Schlagzeilen. Und René Benko lässt sein überdimensioniertes Privatflugzeug, das einer seiner Stiftungen gehört, nach wie vor zwischen Innsbruck und Wien pendeln. Solche Flugbewegungen mit einem Jet vom Typ Global Express können, ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen auf das Klima, richtig ins Geld gehen. Laut Berechnungen von Insidern seien auf Basis von 300 Flugstunden pro Jahr Gesamtkosten von 4,175 Millionen Euro möglich. Seinen Besuch in Linz wird ein britischer Tourist wohl eher in schlechter Erinnerung behalten. Der 42-Jährige war Dienstag früh bei einem Spaziergang am Linzer Hauptplatz einer wilden Messerattacke zum Opfer gefallen. Seine Kampfeinsätze in Kriegsgebieten hatte der Brite stets ohne Blessuren überstanden. Dass er ausgerechnet in der oberösterreichischen Landeshauptstadt verletzt werden würde, damit hat der 42-Jährige nicht gerechnet. Der gefährliche Messerangriff war am Dienstag gegen 8.30 Uhr am Linzer Hauptplatz erfolgt.
nachdem der Brite einem nur spärlich bekleideten Unbekannten offenbar ein wenig zu lange in die Augen geschaut hatte, zückte dieser ein Messer und stach es ihm wortlos in die Schulter. Trotz winterlicher Temperaturen war der Täter lediglich mit einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet. Seine Oberbekleidung war ebenfalls schwarz. Der Angreifer dürfte etwa 1,70 Meter groß sein und am rechten Unterschenkel eine Tätowierung tragen. Laut dem Opfer hatte er kurzgeschnittenes Haar und einen schwarzen Vollbart. Nach dem Messerstich ergriff der Unbekannte die Flucht, eine Fahndung blieb erfolglos. Ein Passant aus Traun half dem blutenden Briten und setzte die Rettungskette in Gang. Das Messer war bis zum Knochen eingedrungen. Der 42-Jährige wurde ins Spital transportiert und ärztlich versorgt. Er befindet sich glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Das geschieht auch nicht alle Tage. Ein Deutscher brach am Dienstag in ein Hotel im Kleinwalser Tal ein und wurde vom Hotelier ertappt und verfolgt. Schließlich musste der Verdächtige von der Polizei in die Justizanstalt Feldkirch transportiert werden und das mit einem Helikopter. Ein 64-jähriger Deutsche verschaffte sich am Dienstagnachmittag Zutritt in ein Hotel in Hirscheck im Kleinwalsertal in Vorarlberg. Ein Hotelier erwischte ihn, woraufhin der Täter die Flucht zu Fuß ergriff. Der Hotelier setzte sich sofort in seinen PKW und nahm die Verfolgung auf und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der mehrfach vorbestrafte Deutsche wurde schließlich aufgrund eines offenen Haftbefehls festgenommen. Die Besonderheit im konkreten Fall: Der festgenommene Mann konnte nur über den Luftweg mittels Hubschrauber in die Justizanstalt eingeliefert werden. Festgenommene deutsche Staatsangehörige dürfen keinesfalls von österreichischen Behörden über deutsches Staatsgebiet transportiert werden. Da das Kleinwalsertal aber wegen seiner geografischen Lage auf dem Straßenweg nicht direkt von Vorarlberg erreicht werden kann, mussten Polizei und Verdächtiger abheben. Ein russischer Militärtransporter ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums abgestürzt. Ein russisches Militärtransportflugzeug soll mit mehr als 70 Menschen am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt sein. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Jedoch liest sich die ukrainische Darstellung anders. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin 276 seien 9 russische Besatzungsmitglieder gewesen, sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldete die Nachrichtenagentur TASS. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden. Videos in den sozialen Medien sollen den Absturz zeigen. Berichte aus der Ukraine deuten jedoch darauf hin, dass die Luftabwehr das Flugzeug abgeschossen hat und dass es S-300-Raketen trug, die auf ukrainische Städte eingesetzt wurden. Die Angaben beider Seiten können nicht unabhängig überprüft werden. Das waren sie, die Krone-News am heutigen Mittwoch. Weiter geht es mit dem Sport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.